Im Foyer der Stadtgalerie haben wir eine Gruppe, die ein bisschen aus der Reihe fällt, denn es sind die einzigen Fotografien hier in der Retrospektive. Ja, das ist auch eine Sache, die mir einfach geschenkt worden ist, denn in meiner direkten Nachbarschaft wurden Straßen gebaut und wurden Straßen erneuert. Und da habe ich dann das mit Fotos dokumentiert. Und ich denke, das ist das längste Foto, das man wahrscheinlich je gesehen hat. Und dann verschiedene Markierungen, die durch die rote Signalfarbe auffallen, oben und unten. Wir haben es also hier wortwörtlich mit Street Art zu tun. Ja. Zehn Bilder, die mit Ölfarbe gespachtelt wurden. Es entstehen bei meiner Arbeit immer verschiedene Arbeiten. Das sind einmal die gewalzten Bilder, das sind einmal die Bilder wie vorne im Foyer, die nur von Pappe heißen, das sind die Kartons, die die Struktur auf die Walze bringen und das sind eben diese ölgespachtelten Bilder, wo die Farbe hergenommen wird, die auf den Glasplatten zurückbleibt, mit dem Kartonstreifen abgenommen wird und die liegen dann bereit, die Serie zu ergänzen.